Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. In der Erde wird es nach unten immer wärmer. Alle 100 Meter wird es 3 Grad wärmer. Und so kann man sich vorstellen, dass in einigen Kilometern Tiefe das Gestein schon ziemlich heiß ist. Und diese Wärme möchte man vielleicht ja nutzen für die Geothermie. Aber das Gestein in einigen Kilometern Tiefe ist auch sehr hart und meistens sehr, sehr kompakt. Und es ist ziemlich schwierig, an die Wärme, die in dem Gestein steckt, dran zu kommen. Es gibt ein Verfahren allerdings, das funktioniert für diese Zwecke, und das ist das sogenannte Hot Dry Rock Verfahren. Wir haben dieses Jahr zufällig mal einen Film über Geothermie gemacht mit dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht. Zu meiner Schulzeit war das die Kreisbildstelle. Und dieser Film ist eigentlich ziemlich gut geworden. Und wir haben gefragt, ob wir die Sequenz zum Hot-Dry-Rock-Verfahren vielleicht für Spaß mit Tiefbohrtechnik auch mal nutzen dürfen. Und das haben uns die Kollegen freundlicherweise erlaubt. Herzlichen Dank dafür. Ja, und deswegen können wir diesen Filmausschnitt jetzt einfach mal zeigen. Film ab! Der Geothermie-Experte Professor Matthias Reich erklärt die Abläufe. Bei der tiefen Geothermie ist es so, dass wir aus einer Tiefbohrung heißes Wasser aus der Erde nach oben holen. Dann benutzen wir die Wärme und das abgekühlte Wasser schicken wir in einer zweiten Bohrung wieder runter in den Untergrund. Und jetzt kommt's, damit sich unterwegs von der kalten Bohrung zur warmen Bohrung das Wasser genügend aufwärmen kann, genügend viel Wärme aufsammeln kann, müssen die Endpunkte dieser beiden Bohrungen im Untergrund möglichst weit auseinander sein, damit das Wasser eine möglichst lange Fließstrecke von der einen Bohrung zur anderen Bohrung hat, wo es die Wärme aufsammeln kann. Was aber, wenn es an einem Ort keine tiefen Heißwasservorkommen gibt und man die Erdwärme trotzdem nutzen will? Hier muss man einen Trick anwenden, um an die Erdwärme zu kommen. Man erzeugt künstliche Risse im Untergrund oder weitet vorhandene Risse auf. Jetzt kann man kühles Wasser nach unten pressen. Dort heizt es sich auf und kann als heißes Wasser nach oben gefördert werden. Man nennt diesen Vorgang das Hot-Dry-Rock-Verfahren. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Solche Risse im Untergrund, in diesem Gestein, können wir erzeugen, wenn wir in die Bohrungen Wasser reinpressen mit so hohem Druck, dass der Druck die Gesteinsfestigkeit übersteigt und das Gestein schließlich aufplatzt und Risse bekommt. Das ist natürlich ein sehr aufwendiges Verfahren, weil diese Risse über mehrere Kilometer durch den Untergrund verlaufen müssen. Und die Risse müssen sich auch in der Mitte treffen, damit wir einen geschlossenen Kreislauf hinkriegen können. Wie diese Risse angelegt werden, wollen wir jetzt mal in einem Experiment zeigen. Der Wackelpudding repräsentiert das Hartgestein. Und in dieses Gestein müssen wir jetzt die erste Bohrung reinbohren. Und wenn die Bohrung da ist, pressen wir Vanillesoße durch diese Bohrung in den Pudding. Und dann sehen wir wunderbar, wie hier die ersten Risse entstehen. Und wenn diese Risse fertig sind, wird eine zweite Bohrung in einer gewissen Entfernung angelegt und dasselbe nochmal wiederholt. Und dann hoffen wir, dass sich diese Risse im Untergrund so verbinden, dass wir Wasser im Kreislauf pumpen können. Ob das gelingt, ist nicht nur hier im Experiment spannend, sondern natürlich auch im echten Gestein. Die eine Bohrung sammelt nun also heißes Wasser im Untergrund ein und führt es an die Erdoberfläche. Und das abgekühlte Wasser geht in die andere Bohrung wieder runter und wärmt sich auf dem Weg durch die langen Frecks zum Weg zur ersten Bohrung hin wieder auf. Und damit ist der Kreislauf geschlossen. So geht also das Hot-Dry-Rock-Verfahren. Und wie wir gesehen haben, bietet diese Tiefengeothermie durchaus ein hohes Potenzial. Sie ist grundlastfähig, umweltfreundlich, verursacht keine Abgase und so weiter. Aber es gibt auch viele Leute, die immer noch Bedenken gegen die Tiefengeothermie haben. Da gibt es dann überall Proteste. Und offensichtlich müssen wir uns also mit dieser Materie immer noch auseinandersetzen und viel erklären. Und
immer wieder darstellen, was genau gemacht werden soll. Und das tun wir zum Beispiel auch in unserer Vorlesung Geothermische Energiegewinnung, die für jedermann zur Verfügung steht. Wir freuen uns, euch in unserem Hörsaal zu sehen. Glück auf!